Allgute und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unserer Hörbuchserie zu Harry Potter Fanfiction, Harry Potter und die Schatten der Vergangenheit. Diese Fanfiction wurde von John Xizor auf fanfiction.net veröffentlicht und ist sein geistiges Eigentum, basierend auf dem geistigen Eigentum von J.K. Rowling. Ich erhebe keinerlei Ansprüche. Diese Fanfiction spielt nach dem sechsten Buch und stellt einen veränderten Ablauf der Ereignisse dar. Kapitel 156 Kammer ohne Schrecken Zweiter Teil. Wenige Kilometer entfernt in Malfoy Manor bereitete Draco zusammen mit seiner Mutter eine kleine Zwischenmahlzeit vor, die er mit Susan zu sich nehmen wollte, die heute das Bett noch nicht verlassen hatte. Sie fühlte sich schwach und hatte viel geschlafen, doch ein wenig Stärkung musste sein. Das Tablett mit einigen Scheiben frisch gebackenen Brotes, jeder Menge geräuchertem Speck, verschiedener Wurst- und Käsesorten sowie anderen deftigen Leckereien brachte Draco mit einem zufriedenen Gesichtsausdruck hinauf in den ersten Stock. In ihrem gemeinsamen Schlafzimmer angekommen, erschrak Draco so sehr, dass er das mit Tomaten und Salat garnierte Tablett fallen ließ, denn Susan krümmte sich im Bett liegend und häschelte und stöhnte. Durch den Lärm aufgeschreckt war Narcissa nach oben gerannt. Die eben liebevoll zusammengestellte Mahlzeit lag auf dem Boden und als sie aufblickte, sah sie ihren Sohn, der sich am Bett seiner ihm frisch angetrauten Ehefrau besorgt über sie beugte. »Susan, was ist nur?« wollte er wissen. Seine Stimme zitterte so stark wie seine Hand, die nach ihrer griff. Am Bett angelangt, hörte Narcissa die Hochschwangere keuchend sagen: »Es kommt!« Gleich darauf biss sie die Zähne zusammen und atmete zischend ein und aus. »Ich hole einen Heiler.« Narcissa rannte hinüber zur Bibliothek, in welcher sich ein Kamin befand, der ans Flohnetzwerk angeschlossen war. Von ihm aus kontaktierte sie auf der Stelle das Mungus. Von Susans Worten alarmiert, sagte Draco: »Es ist viel zu früh.« Sie war kreidebleich. Ihr Gesicht war angstverzerrt, ob nun vor Furcht oder vor Schmerz. In ihren Augen standen Tränen. »Es tut weh«, wimmerte sie herzzerreißend, so dass er eine Hand an ihre Wange legte. Doch er konnte nichts tun, um ihr die Situation zu erleichtern. Seine Finger streichelten sie zaghaft und er setzte sich aufs Bett und lehnte sich zu ihr, damit er mit seinem Gesicht nahe an ihrem war. »Der Heiler kommt gleich«, versicherte er ihr, um sie zu beruhigen. Doch die Situation schien ernster zu sein, als er ahnte. Ihre Augenbrauen waren zusammengezogen, die Lippen zitterten, bevor sie flüsternd sagte: »Das ist nicht normal. Es tut so weh.« »Das ist normal«, wollte er ihr weismachen. »Das ist dein erstes Kind, unser erstes.« Sie schüttelte den Kopf, während ihre Augen den Blickkontakt zu seinen nicht verloren, bevor sie schluchzend ihre Befürchtung kundtat. »Das stimmt fast nicht.« Draco konnte spüren, wie das Blut sein Gesicht verließ. Es war wie ein fühlbarer Wasserpegel in seinem Körper, der soeben rapide sank und eine frostige Kälte hinterließ. Würde er jetzt aufstehen, dann wäre es sehr wahrscheinlich, dachte Draco, dass er umfallen würde, weil sein Kreislauf nicht mehr mitmachen wollte. Er hatte Angst um Susan, Angst um das Kind. Seine größte Sorge war, beide auf einmal zu verlieren. »Wo sind die verdammten Heiler?«, fragte er laut und wütend in den Raum hinein. Die Tür wurde aufgerissen. Seine Mutter betrat eilig das Zimmer und führte einen Herrn und eine Dame hinein. Beide waren in limonengrüne Umhänge gehüllt, die das Hospitalslogo trugen. Einen sich mit einem Zauberstab kreuzenden Knochen. »Mrs. Malfoy?«, sagte der Heiler, der sich Susan näherte und Draco völlig ignorierte. »Mein Name ist Hag.«
Das ist Heilerin Livingstone. Machen Sie sich keine Sorgen. Wir werden Sie sofort untersuchen. Schon zückten beide ihre Zauberstäbe. Mr. Malfoy, sagte Heiler Hag, wenn Sie bitte vom Bett wegtreten würden. Nur widerwillig verließ Draco seine Frau, und wie er es befürchtet hatte, sackte das Blut in seine Beine und ihm wurde schwindlig. Er schwankte und schloss die Augen. Ein Veilchenduft war um ihn herum wahrzunehmen, als er sich in der sicheren Umarmung seiner Mutter wiederfand, die ihn nach draußen führte. Ein wenig bleich im Gesicht war auch Harry, der den Basilisken in Gedanken wieder und wieder mit dem Schwert von Godric Gryffindor attackierte, während er sich um Ginnys Leben sorgte. Der kaum verweste Kadaver der Riesenschlange erwies sich in der Kammer als einziger Schrecken. Weit weniger grausam war der sonst feuchte und durch die im Winter so niedrigen Temperaturen gefrorene Boden, der nun spiegelglatt war. Severus war der Erste gewesen, der sich seine Schuhsohlen heimlich rutschfest gezaubert hatte. Harry war erst auf diesen Gedanken gekommen, nachdem er ausgerutscht und sich auf den Allerwertesten gesetzt hatte, weswegen Hermine hatte kichern müssen. Die riesige, tote Schlange betrachtend, bemerkte Hermine deren Augen. Um Himmels Willen! Stieß sie aus, bevor sie sich eine Hand über den Mund hielt. Harry erklärte unschuldig, das war ich nicht, das war Fawkes. Er hat dem Basilisken die Augen ausgepickt. Was genau, fragte Remus an Severus gerichtet, möchtest du von dieser Kreatur mitnehmen? Ich habe ein großes Interesse an den Giftdrüsen, die sich im Gaumen befinden. Mit weit aufgerissenen Augen, sagte Hermine. Aber dann müssen wir ja deinen Kopf aufbrechen. Ganz recht, erwiderte er trocken. Wer geht mir zur Hand? Niemand riss sich darum, ihm helfen zu wollen. Hermine anblickend, begann Severus mit den Worten. Sie als meine Schülerin? Sie knurrte. Oh, ich wusste, dass das an mir hängen bleibt. Sie stellte sich an den Kopf der Schlange und fragte. Was soll ich tun? Warum ist der Basilisk so gut wie nicht verwest? Fragte Harry staunend. Severus, der bereits Hermine Instruktionen gegeben hatte, erklärte, während er mit seinem Zauberstab Haut und Fleisch bis zum Schädel des Tieres entfernte. Ich weiß es nicht. Womöglich durch die Temperaturen hier unten? Oder durch die dicke, lederne Haut? Womöglich auch einfach durch das bisschen Magie, das solche Lebewesen innehaben. Es gibt auch Leichen von Menschen, die kaum oder extrem langsam verwesen. Das Phänomen hat verschiedene Ursachen und manche von ihnen sind unerklärlich. Sich den Grund ihrer Reise in die Kammer des Schreckens vor Augen haltend, murmelte Harry, Pansy verwest auch nicht. Ein Knacken war zu hören. Gleich darauf hörte man von Hermine ein langgezogenes Severus hatte den obersten Kiefer des Tieres durchbrochen und ein stechender Gestank breitete sich aus, sodass Remus sich den Ärmel seines Umhangs vor die Nase hielt, während Harry die seine angeekelt rümpfte. Severus machte sich nun daran, die Giftdrüsen herauszunehmen, während Hermine dafür sorgte, dass diese nicht durch den gesplitterten Kiefer beschädigt werden würden. Immer wieder drehte sie ihren Kopf nach hinten, um Luft zu holen. Der Gestank war wirklich unerträglich. Nachdem Severus die erste wabbelige, gelblich-graue, faustgroße Drüse per Levitation vor sich schweben ließ, um sie kurz zu beäugen, sagte Harry angewidert, als er die ganze schleimigen Windung bemerkte. »Das sieht aus wie ein kleines Gehirn!« »Ja, und es hat in etwa Ihre Größe, meinen Sie nicht?« Severus warf ihm ein wohlwollendes Lächeln hinüber, was Harry gern erwidert hätte, wäre er nicht eben beleidigt worden. »Das war nicht nett von Ihnen, Severus. Ich könnte jetzt oben bei Ginny sein, aber nein,
Stattdessen hocke ich hier unten und schaue dabei zu, wie sie irgendwelche ekelerregenden Organe aus dem Oberkiefer eines seit 11 Jahren verfaulenden Kadavers herausbrechen, den sie, nur nebenbei erwähnt, ohne meine Hilfe nicht einmal gefunden hätten. Und als Dank machen sie sich auch noch über meine Intelligenz lustig? Harrys ruhige, wenn auch spöttische Art hatte seine Enttäuschung nicht im geringsten überspielen können. Mit einem gekonnten Augenaufschlag fixierte Severus seinen jungen Kollegen für einen Moment wortlos, als würde er abwägen, wie er reagieren sollte, bis er in neutralem Tonfall erwiderte. Ich würde mich eher jetzt über Ihre Intelligenz lustig machen, Harry, denn ich hätte erwartet, dass Sie eine nicht ernst gemeinte Äußerung von einer wirklichen Beleidigung unterscheiden können. Vielleicht passiert das nur, begann Harry unschuldig klingend, weil man manchmal einfach nicht weiß, ob sie etwas ernst meinen oder nicht. Während Harry und Severus miteinander sprachen, hatten Hermine und Remus bereits die zweite Giftdrüse entfernt. Der Gestank rief bei Hermine einen Würgereflex hervor, weswegen Remus ein Glas herbeizauberte, in welchem er die Drüse unterbrachte. Auch die andere, die noch immer in Severus' Nähe schwebte, ließ er ins Glas plumpsen, bevor es luftdicht versiegelte. Das Glas in den Händen haltend, sagte Remus: Severus? Nachdem der sich umgedreht hatte, hielt er ihm das Glas entgegen. Ah, wie aufmerksam von Ihnen, beide Organe sicher zu verstauen. Schmunzelnd scherzte Remus: Ich dachte, es würde rein optisch viel besser zu den anderen schleimigen Dingen passen, die du so in deinem Büro zu stehen hast. Ein halbseitiges Grinsen war Severus' Antwort gewesen. Völlig unverhofft sagte Hermine: Meine Mutter hat früher immer Marmelade selber gekocht. Wie abgesprochen hoben alle drei ihre Augenbrauen, bevor Severus einwarf: Das ist eine äußerst seltsame, aber interessante Assoziation, die Sie da haben. Ich meine, wegen dem Glas. Sieht aus wie... Ach, vergesst es. Remus kommentierte ihre Aussage nur mit einem Lächeln, bevor er Severus fragte: Möchtest du das arme Tier noch mehr ausschlachten oder war's das? Vielleicht ein, zwei Zähne. Severus, unterbrach Hermine. Wozu sollten Sie die Zähne benötigen? Sie haben die Giftdrüsen. Das reicht. Mit einem Schalk im Nacken sagte Harry, der einmal die ganze Länge der Schlange mit den Augen betrachtete: Man könnte eine Menge Stiefel aus der Haut fertigen. Vielleicht sollten wir auch einfach gehen, schlug Hermine vor, die den Schlänger in der dunklen, übel riechenden Kammer verweilen wollte. Als die vier sich umdrehten, um die Kammer zu verlassen, da fiel ihr Blick fast zeitgleich auf die dunklen Stellen auf dem Steinboden. Nachdem Harry sich geräuspert hatte, erklärte er, während er auf den großen Fleck deutete: Das war das viele Blut, das aus Riddles Tagebuch geflossen ist, als ich es mit dem Zahn... Er stockte bei der Erinnerung, doch er lenkte seine eigenen Gefühle ab und zeigte auf die kleinere Lache: Das war mein Blut. Fox ist zum Glück rechtzeitig gekommen. Sich das Blut von den Händen zaubernd, sagte Heiler Hag in beruhigendem Tonfall zu Susan: Sie haben es bald geschafft, Mrs. Malfoy? Schwer atmend und durch den eigenen Schweiß pitschnass fragte Susan mit glasigen Augen und dünner Stimme: Es ist alles in Ordnung. Der Heiler nickte, bevor er eine kleine Ampulle aus seiner Tasche zog. Das Nicken hatte ihr nicht als Antwort genügt. Sie war voller Sorge, weswegen ihre Stimme an Kraft gewann, bevor sie laut wiederholte: Es ist alles in Ordnung? Ja, sagte er wie aus der Pistole geschossen. Es hatte sich nur die Nabelschnur um den Hals gelegt und konnte sich nicht anständig im Leib drehen. Das haben wir behoben. Alles ist wieder in Ordnung. Er? Heiler Hag strich sich die silbernen Haare aus der Stirn, bevor er lächelte. Sie haben es sich nicht im Vorfeld sagen lassen? Es ist ein Junge und wie es aussieht, ein sehr ungeduldiger noch dazu.
Die Worte musste Susan zunächst verarbeiten, bis endlich ein Gefühl in ihr wachgerufen wurde, und das war in erster Linie Freude, gefolgt von Erleichterung. Ein Junge! Sie strahlte über das ganze Gesicht. Ihre blassen Wangen bekamen auf der Stelle wieder Farbe. Darf Mr. Malfoy hereinkommen? Haben Sie das gar nicht bemerkt? Fragte Heiler Hag, und Susan runzelte daraufhin fragend die Stirn. Vorhin war Mr. Malfoy bei uns im Zimmer. Sein Kreislauf ist momentan nicht sehr stabil. Heilerin Livingstone kümmert sich um ihn. Es klopfte leise und Susan hoffte, es würde sich um ihren Mann handeln, doch es war ihre Schwiegermutter, die vorsichtig ins Zimmer lugte. Susan? Ja? Mit graziösem Gang kam Narcissa auf sie zu und setzte sich aufs Bett. Mit angenehm sanfter Stimme teilte Narcissa mit. Deine Eltern sind unten und zwei deiner Cousins sind auch gekommen. Sie haben sie gerufen? Fragte Susan. Narcissa nickte einmal, sodass Susan erleichtert. Danke. Hauchte. Sie fühlte sich gleich wohler, da sie nun wusste, dass auch ihre Mutter im Haus war. Wie geht es Draco? Narcissa presste die Lippen zusammen, aber das amüsierte Lächeln konnte sie nicht überspielen, als sie sagte. Es geht ihm so, wie es damals seinem Vater gegangen war, als er unterwegs gewesen war. Er leidet furchtbar mit dir mit und ist leichenblass. Susan musste schwach auflachen, doch sie hielt sich sofort eine Hand über den Mund. Sagen Sie ihm bitte nicht, dass ich lachen musste. Werde ich nicht, versprach Narcissa, die zwar vorher nichts gesagt, durchaus aber geahnt hatte, dass Draco wie sein Vater nicht die Stärke besitzen würde, einer Geburt beizuwohnen. Heiler Hag räusperte sich, um die Aufmerksamkeit der beiden Damen zu erlangen. »Wenn Sie Heilerin Livingstone bitte hineinschicken würden, Mrs. Malfoy?« sagte er an Narcissa gerichtet. »Der Wehenzauber müsste gleich nachlassen. Ich denke, wir werden es bald überstanden haben.« »Natürlich, Mr. Hag.« Narcissa nahm Susans Hand und drückte ermutigend zu. »Hab keine Angst.« Es waren nicht die Worte, sondern die besondere Stimme einer Frau, die wusste, wovon sie sprach. Im grünen Salon war Draco von Heilerin Livingstone dazu gedrängt worden, sich auf die Couch zu legen, damit er die Beine hochlegen konnte, und er fühlte sich nach einigen Minuten tatsächlich besser, bis er übermütig geworden und aufgestanden war, was ihm gleich wieder in die Knie zwang. »Bleiben Sie doch bitte liegen, Mr. Malfoy«, bat die Heilerin. »Glauben Sie, Sie wären Ihrer Frau in diesem Zustand eine Hilfe?« »Ich komme mir so unnütz vor«, quengelte Draco schwächlich, denn er sah Sternchen vor seinen Augen tanzen und er litt unter Herzrasen. »Trinken Sie das?« Sie hielt ihm ein Fläschchen entgegen, damit Ihr Blutdruck wieder auf Trab kommt. Die Tür öffnete sich und Narcissa trat hinein. »Mrs. Livingstone?« Mr. Hag bittet sie hinauf. Er sagte, der Wehenzauber ließe bald nach. Natürlich! Die Heilerin, eine kräftige, freundliche Frau Mitte 40, blickte zu Draco hinüber und sagte im Anschluss zu dessen Mutter: Wenn Sie dafür sorgen würden, dass er wenigstens die nächsten 10 Minuten rückliegen bleibt? Narcissa nickte. Ich bin einmal oben! Und schon hatte Heilerin Livingstone den grünen Salon verlassen. Nicht weniger aufgeregt schien Mrs. Bones zu sein, die die Hand ihres Mannes hielt und sie kräftig knetete. Er ließ sie zähneknirschend gewähren, während Susans rothaarigen Cousinen mütterlicherseits, die eine 17 und die andere 6 Jahre älter, im Raum umherliefen, um sich einige Gegenstände zu betrachten, weil sie nicht stillsitzen mochten. »Wie geht es ihr?« fragte Draco, der sich in eine sitzende Position bringen wollte. »Bleib liegen. Es geht ihr gut.« Vorsichtshalber setzte sich Narcissa zu ihm auf die Couch, damit sie ihn davon abhalten konnte, aufzustehen.
Mrs. Bones blickt Narcissa neugierig an. Hat sie etwas gesagt? Sie freut sich, dass sie alle hier sind. Ich glaube, sie ist deswegen sehr erleichtert. Wir können etwas später auch gern nach oben ins Kaminzimmer gehen. Dann sind wir ganz in Susans Nähe. Als Draco erneut einen Versuch machte, aufzustehen, da presste Narcissa ihn mit einer Hand an seiner Brust zurück ins Polster der Couch und sagte nochmals: Etwas später, Draco. Etwas später? Wiederholte Severus erbost, während er gerade dabei war, die soeben abgetrennten Schuppen der Schlangenhaut in einem herbeigezauberten Säckchen zu verstauen. Warum später wiederkommen, wenn wir gleich die Chance ergreifen können, uns mit einigen extrem seltenen... Er verstummte und Hermine wurde skeptisch. Sie wollten doch nicht eben Drankzutaten sagen, oder? Seit wann zählen die Schuppen eines Basilisken zu Drankzutaten? Fragte sie eindringlich. Remus und Harry tauschten einen Blick aus und rollten mit den Augen. Vielleicht entdecken wir in den Schuppen interessante Substanzen, Hermine. Wir könnten die Ersten sein, die Basiliskenschuppen in einem hilfreichen Trank verarbeiten. In einem Trank? Konterte Hermine. Den niemals jemand brauen können wird, weil keiner an diese, wie sie so schön sagten, extrem seltene Zutat gelangen wird. Oder möchten sie etwa die Schuld daran tragen, dass Tränkemeister und Zutatenhändler auf die dumme Idee kommen, Hühnereier von Kröten ausbrüten zu lassen, um einen Basilisken zu züchten? Sie sehen alles viel zu negativ, murmelte er missgelaunt, ließ sich jedoch nicht bei seiner Arbeit stören. Ich sehe alles negativ? Das ist ja mal ganz was Neues. Sie ärgerte sich. Mir wird langsam kalt, meckerte Harry. Es dauert nicht mehr lange. Sich zu Harry umdrehend, fragte Severus. Hatte Riddle erwähnt, ob es sich bei diesem Exemplar um ein Männchen oder ein Weibchen handelt? Harry blinzelte ein paar Mal. Wie bitte? Schon gut, ich sehe selbst nach, sagte Severus, bevor er langsamen Schrittes und mit wachen Augen etliche Meter an dem langen Kadaver entlang ging, sodass Remus, Hermine und Harry einen Augenblick für sich hatten. Hör auf zu grinsen, sagte Hermine zu Remus, der so tief unter dem großen See, zwar unangenehm kalt, die herrschende Stimmung jedoch erwärmend heiter fand. Warum? Ich finde es erfrischend, konterte er freundlich lächelnd. Erfrischend ist nicht das richtige Wort, es ist verdammt kalt hier. Seinen Worten verlieh Harry Ausdruck, als er fröstelnd die Arme vor der Brust verschränkte. Wenn wir nicht bald gehen, flüsterte Hermine, dann will er womöglich noch einen Zahn mitnehmen. Oder noch schlimmer, das ganze tote Ding. So viele leere Gläser hat er gar nicht, widersprach Harry. Hast du eine Ahnung? Hermine verstummte, denn Severus kam zurück. Auch wenn niemand die Informationen hören wollte, sagte Severus völlig begeistert. Nichts! Keine Geschlechtsteile! Nicht ein einziger Hemipenis! Mit wie vielen haben Sie denn gerechnet? Fragte Harry trocken und deutlich gelangweilt. Mit dem bösen Blick, den er Harry zuwarf, hielt sich Severus nicht lange auf, denn er verkündete beschwingt: Wir können gleich gehen. Ich möchte nur noch einen Zahn aus dem Kiefer lösen. Man hörte, wie Remus schnaufte, und er überspielte es mit einem dezenten Husten. Das Fehlen von Geschlechtsteilen, begann Severus mit seiner lehrerhaften Stimme, ist das beste Beispiel dafür, dass diese Kreaturen sich tatsächlich nicht selbst fortpflanzen können. Sie entstehen aufgrund äußerst ungewöhnlicher Umstände. Man hörte ein lautes Krachen, als Severus mit Hilfe seines Zauberstabes den zweiten großen Zahn aus dem Oberkiefer löste. Der andere fehlte, seit Harry damals den Basilisken bezwungen hatte. Man darf annehmen, dass während des Ausbrütens des Hühnereis eine sehr bizarre Magiekonstellation entsteht, die immerhin kräftig genug ist, so ein magisches Wesen hervorzubringen. Stolz und mit funkelnden Augen betrachtete er den langen Giftzahn, den er endlich errungen hatte. Möglicherweise ist es bei einem Phönix ähnlich. Harry, ist Fakes tatsächlich männlich?
Harry fühlte sich in die erste Klasse zurückversetzt, als Severus ihm absichtlich Fragen gestellt hatte, die er gar nicht hätte beantworten können. Unsicher hob und senkte er einmal die Schultern. »Dann sollten Sie vielleicht einmal nachsehen?« empfahl Severus schmunzelnd. »Hat sich noch etwas in Bezug auf die Verdickung bei dem Vogel ergeben? Könnte Albus eine Vermutung äußern?« »Nein, er meint nur, dass Fox sich womöglich bald erneuern würde.« »Ah«, war Severus' einziger Kommentar. Sich ein Seufzen nicht verkneifen könnend, fragte Hermine müde klingend. »Können wir jetzt bitte gehen? Mir ist nach einem heißen Tee.« Endlich, dachte Harry erleichtert, konnte er zurück in sein geheiztes Wohnzimmer, doch ihr Weg führte sie zunächst durch einige der engen Gänge zurück zum Abflussrohr, aus welchem Harry sich nach einer Viertelstunde als Erster herauszwängte. »Da ist es«, sagte Heiler Hag fröhlich, bevor er den verschmierten kleinen Körper des ruhigen Neugeborenen säuberte und die Atemwege mit einem Spruch befreite. Nach einigen Standarduntersuchungen verkündete Heilerin Livingstone, dass der Junge kerngesund wäre. Ohne Zutun begann das Neugeborene aus voller Lunge zu schreien, weswegen Susans Lächeln immer breiter wurde. Heiler Hag überreichte ihr nach einem Moment den Jungen, die ihn freudestrahlend entgegennahm und an ihre Brust drückte. Der Junge schluchzte nur noch einmal, bevor er sich beruhigte. »Hallo, du«, flüsterte sie ihm ins Ohr und er machte ein Geräusch, als hätte er Schluck auf. Sie streichelte ihm über den hellroten Flaum, der aus seinem Haupt spross. Als der Heiler und die Heilerin alles Mögliche gesäuberten und desinfizierten, davon bekam Susan gar nichts mit, doch nach einem Moment des inneren Friedens bat sie. »Würden Sie bitte meinen Mann holen?« Heiler Hag nickte und ging hinaus, während Heilerin Livingstone bei Susan blieb und sie über die Dinge informierte, die heute noch auf sie zukommen würden. Heiler Hag kam mit dem auffallend kränklich wirkenden Vater im Schlepptau zurück ins Zimmer. So leise, als hätte Draco Angst zu sprechen, fragte er, nachdem er sich zu ihr aufs Bett gesetzt hatte. »Wie geht es dir?« Seine Augen wanderten von den ihren zu dem Säugling auf ihrer Brust und allein der Anblick verbannte viele der schlimmen Erinnerungen aus seinem Leben, um sie nun durch neue und viel schönere ersetzen zu wollen. »Uns geht es gut«, antwortete sie, ohne zu wissen, dass sie dem Drang verfallen war, auch für das Kind zu sprechen. »Es ist ein Junge«, flüsterte sie gleich im Anschluss. Dracos Lippen begannen zu zittern. Zaghaft und ehrfürchtig streckte er eine Hand nach dem kleinen Kopf aus. Selig lächelnd bemerkte Draco. »Er ist so runzlig«, Heilerin Livingstone erklärte unaufgefordert. »Das ist bei allen Neugeborenen so. Aber das geht bald zurück und die Haut wird sich glätten.« Sie lächelte und scherzte. »Wenn Sie zu lange in der Badewanne gelegen haben, dann ist Ihre Haut sicherlich auch runzelig.« Mit nur einem Ohr hatte Draco zugehört, denn er streichelte jede erreichbare Stelle des kleinen Jungen, der erschöpft auf seiner Mutter liegend eingeschlafen war. Soweit zu unserer heutigen Episode von Harry Potter und die Schatten der Vergangenheit. Wenn euch die Folge gefallen hat, lasst doch gerne einen Daumen nach oben da und natürlich auch ein Abo, damit du keine Folge mehr verpasst.